Zu einem Wohnungsbrand wurde heute gegen 16 Uhr die Aschersleben Feuerwehr in die Güstner Straße 1 gerufen. Beim Eintreffen quollen dicke Rauchwolken aus einer Wohnung im vierten Stock. Zwei Bewohner wurden von der Polizei aus der Wohnung gerettet und mit schweren Rauchgasvergiftungen dem Rettungsdienst übergeben. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden die anderen Bewohner aufgefordert, ihre Türen geschlossen zu halten. Die Feuerwehr hatte den Brand nach kurzer Zeit unter Kontrolle. Nach ersten Ermittlungen der Polizei kommt als Brandursache eine defekte Waschmaschine in Frage. Die Brandursachenermittler werden in Kürze am Einsatzort ihre Arbeit aufnehmen.